In diesem Video lernst du die gemischte Konjugation kennen und du erfährst auch die ein oder andere Problematik bei dieser Konjugation. Los geht's! Unser Beispielverb bei der gemischten Konjugation ist hier kapere mit der Bedeutung fassen, nehmen oder ergreifen. Gehen wir die einzelnen Formen durch. In der ersten Person Singular haben wir capio, ich fasse, capis, du fasst, capit, er sie es fasst, capimus, wir fassen, capitis, ihr fasst und capiunt, sie fassen. Im Imperativ, in der Befehlsform haben wir cape, fasse und capite, fasst. So viel zur Konjugation. Nun zur Problematik. Wenn wir oder wenn jemand nur capere hat, dann weiß der Lateinlerner gar nicht, zu welchen Konjugation capere gehört. Normalerweise denkt ein Lateinschüler bei capere an die E-Konjugation, weil wir hier ein E haben. Meistens aber steht hinter capere gleich die erste Person Singular dabei, also capio. Da steht dann nochmal capere, capio. Und wenn ich dann dieses io sehe, dann habe ich die Kombination von dem e und dem io, dann weiß ich, es ist ein Verb der gemischten Konjugation. Noch einmal, e und io. Bei dem io weiß ich dann, wie die Reise weitergeht. Ich weiß, wie das Verb weiter konjugiert wird, nämlich mit is, it, imus, itis und hier ganz wichtig, i und mit dem u. Im Grunde genauso wie die i-Konjugation. Und manche denken, ja, das geht doch nach der i-Konjugation und das stimmt fast. Das stimmt bis auf diese eine Form im Imperativ Singular. Hier haben wir noch ein e. Und natürlich auch im Infinitiv haben wir ein e. Also, diese zwei Formen sind anders als bei der i-Konjugation. Ja, also Infinitiv und Imperativ Singular. Diese zwei Formen kann man so sagen, sind der Grund dafür, dass das eine eigene Konjugation ist. Hätten wir hier ein I und da ein I, dann wäre es die I-Konjugation. Gut, so viel fürs Erste zur gemischten Konjugation. Ein kleiner Hinweis noch. In manchen Lateinbüchern gibt es für die gemischte Konjugation einen anderen Namen, und zwar die konsonantische Konjugation mit I-Erweiterung. Ein langer und für viele ein komplizierter Name. Gut, so viel zu dieser Konjugation. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal, gib einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Video.